Das Bargeld ist seit langem unter Beschuss. Die Finanzminister mögen es gar nicht, das Bargeld, weil wir vielleicht damit gelegentlich dem Finanzamt ein Schnippchen schlagen. Andere behaupten, Bargeld ist schmutzig, Bargeld ist gefährlich. Jetzt erfolgt ein neuer Angriff auf das Bargeld über den digitalen Euro. Der Euro, also unser Geld, soll voll digitalisiert werden. Wir sollen überall und alles mit dem Computer bezahlen können. Über dieses Thema und die möglichen Folgewirkungen spreche ich mit Markus Krall, sicher einem der besten Kenner der Finanzszene von innen. Ich begrüße zum TE-Talk Markus Krall, einen der großen Finanzexperten und ein Mann, der die Finanzindustrie von innen kennt wie kaum ein zweiter. Herr Krall, Bargeldverbot, ist es eine leere Befürchtung oder eine realistische Drohung? Also ich glaube, das Bargeldverbot, das geistert ja schon eine ganze Weile sozusagen durch die Gehirne, nicht nur sondern in den Diskussionen in der Republik, sondern auch konkret bei denen, die diese Republik politisch gestalten und mitgestalten und insbesondere in der Geldpolitik. Und wir hören zwar allenthalben von den Verantwortlichen, dass ihnen nichts ferner läge als ein Bargeldverbot. Ganz nach der Devise, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Aber die Wahrheit ist, wenn man sie an ihrem Handeln misst und auch an dem, was sie sagen, wenn die Kameras scheinbar ausgeschaltet sind, dann ist das Bargeldverbot doch nicht so eine Fata Morgana, die in Wahrheit gar nicht existiert, sondern es ist sehr real. Es ist nur nicht so, dass es mit einem großen Knall kommen wird, sondern man versucht, Death by a Thousand Cuts, also Salamitaktik zu machen, indem man einfach die Verwendung des Bargelds immer weiter einschränkt und mit immer mehr Hürden belegt, mit Bargeldobergrenzen, mit Tafelgeschäftsobergrenzen, die immer weiter abgesenkt werden, solange bis es einfach den meisten Leuten irgendwie ja unbequem ist, Bargeld zu benutzen. Dazu kommen so sublime Erziehungsideen, wie nach der Devise, ja, Bargeld ist ja voller Keime, elektronisches Geld ja nicht, ne? Also Bargeld anzufassen ist ja irgendwie auch unhygienisch. All diese Dinge. Und wir hören natürlich aus der EZB zwar einerseits offiziell, Bargeldabschaffung kommt überhaupt nicht in Frage, aber andererseits, wenn man Frau Lagarde interviewt zur Frage des digitalen Zentralbankgeldes, dann sagt sie schon, letzten Endes, es geht um Souveränität, um die Verteidigung der Souveränität, der Geldsouveränität Europas. Und wenn die Tür zu sein scheint, dann auch über Kontrolle. Und Kontrolle ist letzten Endes das, worum es dabei geht. Und das ist natürlich etwas, was mit Bargeld am Ende nicht ausgeübt werden kann. Nun gibt es ja so schrittweise Einschränkungen. Sie haben es gesagt, beispielsweise Rundfunkgebühr kann man nur per Überweisung bezahlen, sonst kommt der Zahlungsbefehl und am Schluss das Gefängnis. Immer mehr politisch korrekte linke Cafés oder Restaurants nehmen nur noch Karte an. Einzelhändler verweigern Bargeldannahme. Das Ganze passiert, obwohl im Bundesbankgesetz eigentlich vorgeschrieben ist, dass Bargeld, sprich Scheine, die einzige Möglichkeit sind, die immer dazu da ist, Schuld zu begleichen. Also ist es hier so ein vom Markt ausgehendes Unterminieren eigentlich des Bargeldgebots, das wir aus der Bundesbankgesetzgebung kennen? Also ich glaube nicht, dass der Markt der Haupttreiber ist. Es gibt natürlich Unternehmen, die da, wie soll ich sagen, in vorauseilendem Gehorsam agieren oder weil es bequem scheint oder weil es kostengünstig erscheint, was es übrigens nicht ist. Also es ist nicht notwendigerweise kostengünstiger, auf Bargeld zu verzichten, es sei denn, man hat ein Unternehmen, in dem viel Bargeldschwund da ist, also dass unsere Mitarbeiter zum Beispiel in die Kasse greifen, sowas passiert ja. Das lässt sich natürlich mit Digitalgeld verhindern. Das ist natürlich eine Kalkulation, die das Einzelunternehmen für sich aufmacht, was dann am Ende die ökonomischere Variante ist. Aber ich denke, dass es nicht allein um die Frage der Betriebswirtschaft geht hier. Es gibt auch Unternehmen, die sagen, ja, wir wollen das, wir wollen aus dieser Bargeldwelt weg. Ganz bewusst, sie sind dann politisch korrekt, und es gibt Unternehmen, die einfach nicht drüber nachdenken. Und ich glaube, wenn der Bürger sich darüber im Klaren ist, was Bargeld bedeutet, nämlich nichts anderes als Freiheit, ja, ohne Bargeld gibt es keine Freiheit mehr, weil wir nämlich dann gläserne Bürger sind, wir sind dann komplett durchschaubar, dann sollte er diesen Unternehmen, die ja, Bargeld nicht mehr annehmen, klar machen, dass sie dann nicht seine erste Wahl sind. Ja? Man kann als Bürger ja wählen, als Konsument kann man wählen. Wenn ich einen Café habe, in dem Bargeld angenommen wird und eins, in dem es nicht angenommen wird, dann gehe ich in das, wo das Bargeld noch angenommen wird, egal ob ich sonst auch vielleicht mit Karte bezahlt hätte, wenn man mir die Wahl gelassen hätte.
Nun gibt es ja sogar in New York einen Zusammenschluss Better Than Cash Alliance, also man es übersetzt besser als Bargeld Zusammenschluss, und da steht an der Spitze oder einer der Gründer ist Bill Gates. Da ahnt man natürlich, dass Microsoft daran mitverdienen will. Es sind aber auch die großen Kartenunternehmen und die großen Finanzkonzerne dabei. Und diese Better Than Cash Alliance betreibt gezielt die Abschaffung des Geldes. Das ist deren gutes Recht, des Bargeldes. Aber die Bundesregierung unterstützt das mit 200.000 Euro. Was veranlasst eigentlich die Bundesregierung, Finanzkonzerne, die nun wirklich im Geld schwimmen, wie Dagobert Duck in seinem Geldspeicher, die auch noch mit unserem Steuergeld zu unterstützen? Also das ist eine sehr gute Frage. Man möchte sie eigentlich ganz gerne mal an den Wirtschaftsminister, den Finanzminister und den Bundeskanzler weiterleiten. Das können wir ja hinter der Stelle tun. Vielleicht schaut in Berlin ja jemand zu. Die Frage, warum überhaupt übrigens garantiert was aufgewendet werden muss, ist schon, die ist schon, wie soll ich sagen, statthaft. Man muss ja bedenken, dass die meisten Dinge, die Berlin so raushaut in diesen Tagen, Subventionen und Geschenke an irgendwelche Leute sind, die es eigentlich nicht brauchen. Und es gibt da zwei Arten von Subventionen. Es gibt Subventionsgeschenke an Leute, die es nicht brauchen, und es gibt Subventionen an Unternehmen, die es brauchen. Die sind in dem Fall die Belohnung fürs Versagen. Und diese 200.000 sind sicher eine Subvention für eine Sache, die man wahrscheinlich politisch unterstützen möchte, die aber im Widerspruch steht zum Bundesbankgesetz und die auch im Widerspruch steht zum Freiheitsgedanken. Und letzten Endes habe ich meine erheblichen Zweifel, dass die Abschaffung des Bargelds überhaupt verfassungskonform durchführbar wäre. Man muss allerdings fein unterscheiden, glaube ich. Wenn ein Unternehmen im bargeldlosen Zahlungsverkehr tätig ist, dann hat es natürlich allen Grund, Werbung dafür zu machen und eine Dienstleistung anzubieten, so bequem, so komfortabel und so profitabel wie möglich. Das ist Teil der Marktwirtschaft. Auch das dürfen die. Und da ist auch nichts dagegen einzuwenden. Wogegen etwas einzuwenden ist, ist, wenn der Staat solche Bestrebungen dann einfach mal so subventioniert. Das geht den Staat nichts an. Diese Unternehmen sollen sich im Markt und im Wettbewerb durchsetzen. Im Übrigen ist die Tatsache, dass diese Unternehmen existieren, auch ein sehr starkes Argument gegen das Zentralbank-Digitalgeld. Denn die Zentralbank möchte Digitalgeld uns allen aufdrücken. Frau Lagarde hält es ja für eine Frage der Souveränität, mit anderen Formen von Leben und Tod. Ja, und wenn wir aber schon bargeldlosen Zahlungsverkehr durch Privatanbieter haben, dann erschließt sich mir nicht, warum der Staat an diesem Wettbewerb mit seiner finanziellen Feuerkraft dann teilnehmen soll, um dann private Anbieter, die es normalerweise besser machen als der Staat, weil da Wettbewerb eben herrscht, aus dem Markt zu drängen. Also diese Sache hat zwei Seiten. Das eine ist die Frage, bargeldlos zahlen oder nicht zahlen. Das soll sich jeder selber überlegen, aber er soll die Wahl haben. Und die andere Frage ist, warum muss denn der Staat jetzt als neuer Anbieter einer bargeldlosen Zahlungsform auftreten, im Wettbewerb zu etablierten Anbietern, wo wir doch wissen, dass der Staat damit den Wettbewerb nur verzerren würde. Und dass die Zentralbank irgendetwas besser machen könnte als die privaten Anbieter, das kann ich nicht erkennen. Nun hat Ende Juni tatsächlich die Europäische Zentralbank ein erstes Gesetzespaket vorgelegt zur Einführung des digitalen Euros. Das heißt, wir würden zukünftig, wenn das Gesetz umgesetzt wird, wir würden zukünftig ohne Banken direkt über die Europäische Zentralbank bezahlen bzw. Geld erhalten. Es gäbe keine Banken mehr. Eigentlich, wozu braucht man eigentlich da noch Banken? Ja, also ganz so ist es nicht. Dieses digitale Zentralbankgeld, so wie es jetzt da auf dem Tisch liegt, ist im Grunde genommen wie Bargeld nur ohne Papier, ja, in dem Sinne, dass es von der Zentralbank herausgegeben wird. Aber es ist eben nicht wie Bargeld in dem Sinne, dass es anonym wäre. Das heißt also, es ist im Grunde genommen, wie muss ich es so vorstellen, wie Bargeld, auf dem der Name vermerkt wird. Jedes Mal, wenn es weitergereicht wird, wird draufgeschrieben, wer es zuletzt hatte. Das heißt also, es ist, wenn man sich das vorstellt, also bildhaft vorstellt, ein Geldschein, auf dem eine Liste dran angeheftet ist, wer den Geldschein wann besessen hat und wann er für welche Kauftransaktion an wen übergeben worden ist. So funktioniert digitales Zentralbankgeld letztlich. Das heißt also, in seiner Frage, ob man dann Banken noch braucht oder nicht, unterscheidet sich es nicht von dem Bargeld per se, sondern es unterscheidet sich nur in der Frage seiner Anonymität oder Nicht-Anonymität von Bargeld. Und mit Bargeld haben wir ja auch Banken, die am Markt tätig sind. Das heißt also, die ganze Frage der Kreditvergabe und all das, das wird nicht automatisch von einem digitalen Zentralbankgeld substituiert und ersetzt. Das heißt, die Banken haben nach wie vor eine Funktion. Die Frage ist allerdings auch, wenn es mal zur nächsten großen Bankenrettung kommt, was bleibt dann von den Banken übrig, wenn die Zentralbank sie auch umgehen kann? Denn eins ist auch klar, man könnte
mit so einem System ein Vollgeldsystem einrichten. Und dieses Vollgeldsystem, das würde allerdings die Banken dann überflüssig machen. Und dann hätten wir eine komplette monetäre Planwirtschaft. Nun behauptet aber die EZB genau das Gegenteil. Sie behauptet, ich zitiere, es gäbe da weniger personenbezogene Daten als bei dem Kreditkartengeld, das wir ohnehin benutzen. Und sie würde das auch machen in dem Versuch, kostenfrei natürlich, um all denen Zugänge zum elektronischen Geld zu verschaffen, die es bisher nicht haben. Denn die elektronische Geldmaschine funktioniert ja zum Beispiel für weniger betuchte Bürger nicht, werden ja ausgeschlossen. Nun sagt die EZB, nimm unserer Zentralbank elektronisches Geld, den digitalen Euro, es kostet dich nichts und wir schreiben es nicht auf. Naja, das stimmt so nicht ganz, was die Zentralbank da behauptet. Also zunächst mal ist es so, dass ja jeder Anspruch auf ein Konto hat. In Deutschland insbesondere, wo das Sparkassensystem ja deswegen unter anderem von den Kommunen, also mit anderen Worten vom Staat betrieben wird, weil jeder Anspruch auf ein Konto hat. Und die Sparkassen müssen auch jedem ein Konto geben, der eins haben will. Und damit verbunden auch eine EC-Karte geben und damit verbunden auch die Möglichkeit, jederzeit bargeldlos zu zahlen. Also es ist nicht so, dass de facto irgendjemand davon ausgeschlossen wäre, zumal auch die Zahlung mit der EC-Karte so kostengünstig ist, dass es im Grunde genommen wie Bargeld ist. Wenn man sich mal anschaut, es wird auch Bargeld ist auch mit Kosten verbunden. Wenn ich es abhebe am Geldautomaten, entstehen in der Regel auch Kosten, bei den meisten Banken jedenfalls, nicht bei allen, aber bei den meisten. Das heißt also, die Frage ist nicht eine der sozialen Gerechtigkeit oder so, dass die Zentralbank jetzt sagt, wir müssen da etwas Kostenloses anbieten. Das Zweite ist natürlich, die Zentralbank kann in der Ausgangssituation, wenn sie das Geld einführt, sagen wir, speichern da weniger Daten als der private Wettbewerb. Da gibt es allerdings zwei Unterschiede. Der eine ist, der private Wettbewerb, der ist nicht automatisch dabei, diese Daten immer an den Staat sofort abzuliefern. Der Staat muss immer noch gewisse Rechtswege einhalten, um dann an diese Daten zu kommen. Er kann da dran kommen, aber es gibt immer noch definierte Rechtswege dafür. Und die Zentralbank kann, wenn sie es erstmal eingeführt hat, die Liste der Datenfelder in diesem Geld jederzeit ändern. Das heißt, die kann sehr wohl da reinschreiben lassen, für was ist es denn, wer hat an wen für was bezahlt, ist es eine Tüte Gummibärchen oder ist es ein Auto oder ist es ich weiß nicht was. Also die komplette Transparenz, die kann sich die Zentralbank mit 3 Knopfdrücken dann auch holen. Also das ist übrigens auch etwas, was man also als Gewohnheit schon feststellen kann. Der Staat führt Dinge ein in schlanker Variante und sagt, ja, wir machen da sind da ganz zurückhaltend mit Datenschutz, mit allem. Und dann kommt sukzessive, wird das dann erweitert. Und das ist auch vorhersehbar, wie das erweitert wird. Da wird dann irgendwann mal irgendjemand irgendeine kriminelle Aktion mit diesem Geld gemacht haben. Dann wird es heißen, ja, hätten wir dieses Datenfeld gehabt, dann hätten wir das verhindern können. Das heißt, wir hätten Kriminalität verhindern können, wir hätten Geldwäsche verhindern können. Das ist ja das Generalargument bei der Totalüberwachung des Bürgers. Und dieses Generalargument wird dann herangezogen werden, um die Funktionalitäten und die Transparenz des Bürgers, mit anderen Worten die Überwachung des Bürgers, auch beim digitalen Zentralbankgeld, ganz schrittweise, sukzessive, einen Schritt nach dem anderen zu erweitern. So handelt der Staat in der Regel immer und so wird er auch diesmal handeln. Das heißt, der digitale Euro ist eine Falle. Wir werden gewissermaßen unter eine Überwachungskamera gelockt. Ja, sogar noch schlimmer als das. Und zwar einfach deswegen, weil wenn er erstmal eingeführt ist und dann sich damit die Möglichkeit erschließt, das Bargeld zu verdrängen, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann ja auch Bargeld mit Kosten belegen und so verteuern, dass die Leute nicht mehr benutzen wollen. Und wenn das erstmal soweit ist, dann hat der Staat eben ein Logbuch unseres Lebens. Also wirklich von dem ersten 15, von der ersten 50 Cent Taschengeld, die ein kleines Kind bekommt und dies ausgibt, bis zur letzten Ausgabe für den Sarg, wird alles in diesem Logbuch unseres Lebens drin sein. Ja, Sie lachen natürlich, aber ich sage Ihnen, da wird dann drinstehen, der hat sich einen Sarg gekauft, der sein CO2-Konto belastet, ganz am Schluss nochmal. Ja, also und der kriegt keinen Grabstein dafür. Und natürlich das berühmte CO2-Konto. Also ist natürlich klar, dass dieses System verbunden werden kann mit allen möglichen anderen sozialen Scoring-Programmen. Das heißt also mit einem CO2-Konto. Das heißt, wenn klar ist, was einer gekauft hat. Ist zu viel Speise als dieser Tichy? Jede Zeitung. Trinkst du viel Weißbier?
Ja, also zum Beispiel, ja, also jedes Ding, was einer kauft hat, kriegt dann einen CO2-Fingerabdruck oder Fußabdruck, wie auch immer. Der wird dann da reingebucht und dann wird es also heißen, wenn einer sein CO2-Konto überzogen hat, dann kann er so viel Geld auf dem Konto haben, wie er will, er kann es nicht mehr ausgeben. Solche Dinge kann man damit machen. Man kann aber auch andere Dinge dranhängen. Man kann soziales Wohlverhalten dranhängen. Man kann dranhängen, ob er brav gegendert hat, ob er bei Rot über die Ampel gelaufen ist. Die Chinesen machen ja all das. Sie haben es ja vorgemacht. Also die totale Kontrolle des Bürgers und auch seine Sanktionierung, seine völlig abgestufte, gleitende Übergangssanktionierung von ganz sanft bis ganz hart, auch das wird durch so ein System ermöglicht. Da soll sich auch keine Illusion hingeben. Der Staat wird der Versuchung erliegen. Die Politik wird der Versuchung erliegen. Sie ist ihr immer erlegen. Also es hieße zum Beispiel konkret, man stellt fest, irgendjemand hat zu viel Schweinshaxe gegessen, Fett, Meldung an die Krankenkasse. Ja, kann er zum Beispiel dann mehr Krankenkassen erlassen. Zuschlag zur Krankenversicherung. Oder er kriegt eine erhöhte Selbstbeteiligung oder wenn dann ein Krankheitsbild eintritt, was irgendwie damit in Zusammenhang gebracht wird, dann muss er es überhaupt ganz selber zahlen, weil er ist ja selber schuld. Das wird man alles schön moralisch verargumentieren können. Und wie ist es mit dem CO2-Konto, also Einführung eines CO2-Kontos? Davon war ja die Rede, du darfst dir nur noch 4 Tonnen CO2 in deinem Leben oder im Jahr verursachen und das messe ich auch übers Geld. Ja, übers Geld und über das Produkt natürlich. Das ist natürlich, das ist dann der Punkt, wo es dann heißen wird, wir müssen jetzt da, um das CO2-Konto betreiben zu können, muss dran geklebt werden, ein zusätzliches Datenfeld, welches Produkt hat er gekauft. Nehmen wir die Tüte Gummibärchen. In die Tüte Gummibärchen ist ein bisschen Plastik eingeflossen, das ist ein Erdölprodukt wahrscheinlich. Und dieses Erdölprodukt hat einen CO2-Fußabdruck von X, hat so und so viel Gramm CO2 bei seiner Produktion verbraucht beim Transport. Dann haben wir die Gummibärchen, das ist ein tierisches Produkt, das sind also, da wird also die tierische Eingangsproduktion wird dann entsprechend gemessen werden, wie viel Energie wird da verbraucht, wie viel andere Rohstoffe werden da verbraucht, wie viel Wasser wird da verbraucht. All das kann man ja mit Input-Output-Analyse bis ins Kleinste herunterbrechen, noch die Lieferkette hinzurechnen. Man kann also da auch beliebig manipulieren, auch das geht. Und man wird also von Anfang an in der Lage sein, dann den Leuten irgendein fiktives, mehr oder minder an die Realität angenähertes CO2-Konto zu verpassen und sie dann zu gängeln. Das ist also nun eine düstere Zukunftsvision, Social Scoring aus China, bei uns CO2 genannt. Das ist also möglich dann nur mit dem digitalen Euro. Das geht nur mit dem digitalen Euro. Also da braucht man nämlich ein Zentralsystem, wo alles zusammenläuft. Also Und die natürlich einzelnen verwaltet. Banken würden es ja für sich zunächst mal behalten. Das ist ja kompliziert. Die können ja schon kaum Überweisung tätigen. Ja gut, so kompliziert ist es nicht. Also der Zahlungsverkehr, es ist leicht, einen Zahlungsverkehr schlecht zu programmieren, ein Zahlungsverkehrssystem schlecht zu programmieren. Das habe ich mir auch schon in meiner Berufserfahrung angesehen, wie das geht. Aber es ist im Grunde genommen, ist es kein Hexenwerk. Also das ist relativ leicht. Sie können auch private Zahlungsverkehrssysteme, elektronische Zahlungsverkehrssysteme mit dem elektronischen Zentralbanksystem kombinieren. Da müssen Sie nur die entsprechende Gesetzgebung und das Daten abgreifen, machen und bestimmte Standards setzen. Auch das geht. Die Verdrängung des Bargelds ist der Schlüssel, um die Totalüberwachung durchzusetzen, weil natürlich die Menschen dann versuchen werden, auszuweichen, weil sie sich nicht überwachen lassen wollen. Auch wenn sie nichts zu verbergen haben, haben sie ein Recht auf Privatsphäre. Also ist der digitale Euro in Wirklichkeit kein Zahlungsmittel, sondern der Schritt in eine Überwachungskontrolle. Er ist ein trojanisches Pferd des Überwachungsstaates, völlig klar. Was gibt es denn dann für Möglichkeiten, sich dem zu entziehen? Also, es gibt Jetzt zwei. immer bar zahlen, dicke Geldbörse mitnehmen? Ja, also Barzahlen ist, solange Bargeld noch existiert, eine Möglichkeit. Wenn Bargeld nicht mehr existiert, dann wird natürlich auch das schwierig. Dann muss man auf andere Tauschmittel zurückgreifen. Was bietet sich da an? Zigaretten, Alkohol, Gold, Silber, Bitcoin. Ja, also so die alten und die neuen Zahlungsmittel, die sich versuchen können, der staatlichen Kontrolle zu entziehen. Über kurz oder lang ist es ohnehin so, dass auf Ausweichmöglichkeiten zugegriffen werden wird vom Bürger, einfach deswegen, weil dieses digitale Zentralbankgeld, das ist ja nicht besser und stabiler als das nicht digitale. Also die Geldpolitik wird ja nicht besser davon, dass das Ganze jetzt noch weiter elektronisiert wird. Im Gegenteil. Die Hybris der Zentralbank, wenn sie dieses neue Spielzeug in die Finger bekommen, zu glauben, sie könnte jetzt noch mehr kontrollieren und sich noch mehr erlauben, die wird ja noch wachsen. Das heißt, die Geldpolitik wird noch schlechter werden. Das ist ja auch ein Teil
des Sinns des digitalen Zentralbankgeldes, genau das der Zentralbank zu ermöglichen. Denn es geht ja nicht nur um die Überwachung der Bürger. Es war ja auch ganz klar, zum Beispiel, das haben wir ja bei den Kapitalverkehrskontrollen in Griechenland und Zypern damals schon erlebt, dass man einfach den Leuten Limite auferlegt, wie viel sie bar denn abheben können am Automaten pro Tag. Ja, sowas lässt sich mit digitalem Zentralbankgeld noch viel leichter machen. Man sagt den Leuten einfach, ihr dürft nicht mehr aus dem Geld fliehen, weil ihr damit die Inflation anheizt. Ihr dürft es also nicht mehr ausgeben, sondern nur noch mit einem bestimmten Tempo ausgeben. Solche Dinge sind möglich mit digitalem Zentralbankgeld. Und die Leute werden natürlich sagen, ja, wenn ich es nur noch mit einem bestimmten Tempo ausgeben darf, dann muss ich also zuschauen, wie die Zentralbank mein Geld entwertet. Warum sollte ich es denn da noch annehmen? Also es wird die Krise unseres Geldes wird dadurch nicht entschärft, sie wird verschärft. Und zwar einfach, weil die Hybris der Zentralbank noch größer wird, als sie eh schon ist. Und die Tatsache, dass sie jetzt von der Realität in Form der Inflation eingeholt worden ist, der möchte sie ja gern wieder entkommen. Also diese ganze Digitalgelddebatte, die muss man auch vor dem Hintergrund dessen betrachten und nicht nur vor der Kontrolle des Einzelnen. Aber beides zusammen ist natürlich, wie soll ich sagen, der Wunschtraum des von der Macht eingenommenen Zentralbankers. Darf ich noch mal fragen, Sie sagten Gold, das verstehe ich seit Jahrtausenden. Bitcoins, sind eigentlich Bitcoins auch überwachbar? Denn an sich ist es ja so, auch das ist elektronisches Signal und jedes elektronische Signal ist aufzeichnbar und dechiffrierbar. Also grundsätzlich ist es so, dass jede elektronische Zahlungsform irgendwo eine Spur im großen weltweiten Netz hinterlässt. Bitcoin ist allerdings auf eine sehr paradoxe Weise anonym, nämlich einerseits ist es total offen, das heißt, der ganze Ledger ist sozusagen öffentlich, andererseits sind die einzelnen Adressen keiner Person zugeordnet, die sind also wie ein Schweizer Nummernkonto, wenn man so will. Es ist allerdings so, dass die Geheimdienste mathematische Methoden entwickelt haben, um zumindest Teile der Bitcoin einzelnen Individuen zuordnen zu können. Und wenn die das dann ausgeben, dann verbreitet sich sozusagen die Information, an wen sie es dann überwiesen haben und wer damit wem welche Transaktion gemacht hat. Das lässt sich also schon im Laufe der Zeit, wie soll ich sagen, ausbuddeln. Es ist allerdings mit hohem Aufwand verbunden, nicht einfach, nicht sehr zuverlässig. Aber grundsätzlich ist natürlich die Bitcoin anonymer als jetzt beispielsweise eine Kreditkartenzahlung oder digitales Zentralbankgeld, weil überhaupt keine Anonymität gegeben ist. Und die Professionalität, mit der die Staaten versuchen, die Kryptowährungen zu überwachen, ist auch höchst unterschiedlich. Da sind die Amerikaner und die Israelis und die Briten relativ weit vorne dran. Und die Deutschen sind nach allem, was ich so gehört habe, bisher ganz, ganz weit hinten dran. Die schaffen das noch nicht. Die Frage ist, ob sie sich dann irgendwann mal Amtshilfe aus Washington holen, schwer zu sagen. Aber es ist nicht so, dass man in der Bitcoin quasi völlig losgelöst von jeder denkbaren Beobachtung wäre. Das glaube ich wiederum nicht. Kommen wir zum Gold als Alternative. Nun gab es immer wieder auch Goldverbote, auch in den USA. Da ist man wieder gefangen, oder? Also das Goldverbot in den 30er Jahren war ja interessanterweise in zwei Ländern, nämlich USA und Hitlerdeutschland. Das waren die zwei Länder, die in den 30er Jahren das mal ausprobiert haben. Und weder in dem einen noch in dem anderen Land hat es funktioniert. Die Leute haben ihr Gold einfach nicht abgegeben. Die haben es eher verbuddelt. Deswegen findet man heute noch ab und zu mal irgendwie mit Metalldetektoren irgendwelche alten Goldschätze aus den 30er Jahren, sowohl in Deutschland als auch in den USA. Und es hat nicht funktioniert. Sie haben also teilweise bis dann in die Zeit nach der Währungsreform rübergerettet. Und in den späten 40er Jahren waren Gold und Silber die besten Schwarzmarktwährungen überhaupt. Das heißt also, wer das noch hatte, der hatte eine höhere Überlebenschance in der Hungersnot von 1947-48. Also ich glaube nicht, dass ein Goldverbot die Leute dazu bringen wird, ihr Gold abzugeben. Zumal es so ist, dass es sehr schwer durchsetzbar ist und sehr schwer verargumentierbar ist. Denn für die Geldpolitik braucht man es nicht, denn man behauptet ja, dass man keine Golddeckung für die Währung mehr bräuchte. Das haben ja immerhin in den 30er Jahren die Amerikaner noch anders gemacht, als die im Zuge des New Deal das private Goldverbot erlassen haben. Haben sie gesagt, wir brauchen das Gold in der Zentralbank, um den Dollar stabil zu halten, was natürlich auch nur ein Beraubungsschema gewesen ist und sonst nichts. Aber das haben die Leute auch durchschaut. Aber in der Politik hat es natürlich keiner beim Namen genannt, das Kind. Sie waren ja auch viele Jahre als Goldhändler aktiv. Wie geht man denn um mit Gold? Ich kann ja nicht mit einer, was weiß ich, 1.000 Euro wertvollen Münze beim Bäcker mein Speiseeis kaufen. Nein, das kann man nicht. Aber die Frage ist, wofür nehme ich das Gold? Das Gold hat unterschiedliche, oder Gold und Silber haben unterschiedliche Funktionen, wenn ich es mir erwerbe.
Wenn es dafür gedacht ist, dass ich quasi mein Vermögen von dieser Seite der Krise auf die andere Seite der Krise transportiere, dann kann ich mit Goldbarren und Goldmünzen mit hohem Einzelwert agieren, weil ich habe nicht vor, es auszugeben, sondern ich habe es vor, dann später mal wieder zu verkaufen, wenn die Lage sich normalisiert hat. Wenn ich aber damit Bezahlvorgänge machen möchte, dann ist es empfehlenswert, entweder sehr kleine Stückelungen zu haben, und nicht jede Goldmünze hat eine Stückelung von 1.000 oder 2.000 Euro. Also beispielsweise eine Zehntelunze sind aktuell etwas weniger als 200 Euro. Oder eben Silbermünzen zu nehmen, wo eine Unze einen aktuellen Wert von etwa 25 Euro hat. Und damit kann man dann schon zum Bäcker gehen oder zum Einkauf gehen. Also 20 Euro ist man ja schnell los, ob an der Tanke oder beim Bäcker. Ja, das geht ruckzuck. Da stimmt die Stückelung dann halbwegs wieder. Was ist denn so im Alltag die Möglichkeit, sich gegen dieses Vorgehen der EZB und der Regierung, die ja alles kontrollieren will, auch wegen Steuern, was ist im Alltag so der beste Weg? Wieder Bargeld mitnehmen? Einfach Bargeld, ja, viel Dinge, die man, wo man sagt, das berührt meine Privatsphäre in irgendeiner Weise, Bar bezahlen. Und wo die Privatsphäre anfängt und aufhört, das entscheidet jeder für sich. Das ist ja nun mal die Natur der Privatsphäre, dass das jeder für sich entscheidet. Und das andere, und was ich also dringend empfehle, ist, nicht so sehr auf die Frage des Alltags zu gucken, sondern sich auch wirklich zu überlegen, welche Möglichkeiten hat man, sich ganz generell dagegen zu wehren. Ja, man muss ja Gesetze machen dafür, man muss die Dinge ändern, man muss politische Entscheidungen treffen. Und es ist ja durchaus nicht so, dass alle Parteien der Meinung wären, dass jetzt irgendwie das bargeldlose Bezahlen und die Abschaffung der Privatsphäre so eine tolle Sache sei. Und wer da will, dass sich die Dinge in seinem Sinne verändern oder eben auch nicht verändern, der muss halt Parteien wählen, die nach ihrer Programmatik das ablehnen. Ich werde jetzt hier keine einzelnen Parteien nennen, das mache ich grundsätzlich nicht, aber es ist ja jedem frei, sich da kundig zu machen. Und natürlich kann man auch politisch aktiv werden, man kann dagegen protestieren, man kann dagegen demonstrieren, man kann seinen Abgeordneten anschreiben, man kann dem die Hölle heiß machen, man kann auf Veranstaltungen gehen, man kann publizieren, man hat noch jedenfalls in unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung sehr viele Möglichkeiten, politisch gegen so einen Unsinn zu opponieren. Dazu rufe ich auf, auch an dieser Stelle, denn wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf. So ist es immer gewesen. Und das digitale Zentralbankgeld ist ein totalitäres Instrument, ist aus meiner Überzeugung auch mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung überhaupt nicht vereinbar. Das heißt, Sie würden sagen, der digitale Euro ist ein Instrument, das auf leisen Pfoten daherkommt, aber in die Unfreiheit führt. Das war schon immer so, dass die Proponenten der Unfreiheit den Leuten irgendein Goodie angeboten haben, irgendeine Bequemlichkeit, irgendeine vermeintliche Sicherheit, um sie dazu zu bringen, etwas zu akzeptieren, was eigentlich schlecht für sie ist. Vielen Dank, Markus Krall. Wir bleiben dran am Thema, alle zusammen.